Ohne uns, Logistiker und Detailhandelsfachleute, geht gar nichts. Wir sind Drehscheiben von der ganzen Wirtschaft. Schau selber, wie wichtig, verantwortungsvoll und interessant unsere Berufe sind. Als Logistiker leiste ich einen wichtigen Beitrag, damit jedes Ersatzteil, von der Schraube bis zum Motor, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Aus dem hochmodernen Teilelogistikzentrum der AMAG wird die ganze Schweiz und Liechtenstein mit Ersatzteil und Zubehör beliefert. In einer viertägigen Ausbildung machen wir den Staplerführerausweis. Ein cooles Gerät, mit dem kurfst du virtuos um wie ein Breakdancer. Mit dem Scanner registriere ich alle Positionen. Unser wichtigstes Hilfsmittel ist der Computer. Ohne den würde gar nichts gehen. Stell dir vor, du müsstest auswendig wissen, wo sich jedes von diesen über 100'000 verschiedenen Artikel im Lager befindet. Jetzt kommt jede Position einen Code über, wo er den Platz im Kleinteilenlager zuweist. Im Lager legen die Teile tagtäglich insgesamt eine Strecke zurück, die länger ist als 1,5 Mal um die Erde. Eine Zentrale überwacht alle Behälter und führerlosen Transportfahrzeuge. Was ich hier mache, nennt man Kommissionieren. Das ist das Zusammenstellen von bestimmten Artikeln aus dem Sortiment aufgrund von Kundenbestellungen. Bis zu 60'000 Teile werden täglich auf die Reise geschickt. Als Logistiker kann auch ich auf eine Reise gehen. Ich habe eine berufliche Laufbahn in Richtung Logistikfachmann mit eidgenössischem Fachausweis, eidgenössisch diplomierter Logistikleiter oder bis zum Bachelor an einer Fachhochschule in Angriff nehmen. Hier beim Warenausgang wird die Ware adressorientiert, aussortiert und für den Transport bereitgestellt. Die Bestellung hat meine Kollegin von der AMAG Kloten aufgegeben. Den Behälter bringe ich zur Verladerampe, wo der Chauffeur die Ware für seine Tour einladet. Weil wir nie länger als einen halben Tag die gleiche Arbeit machen, ist immer für Abwechslung gesorgt. Unsere Arbeit ist interessant und verantwortungsvoll. Du brauchst Organisationstalent und Teamfähigkeit. Und du musst selbstständig und zuverlässig arbeiten können. Als Detailhandelsfachfrau bin ich für die Beschaffung und Lagerung von allen Ersatzteilen verantwortlich. Ich kontrolliere, ob alle bestellten Teile geliefert worden sind und ob Papier stimmt. Anhand der Bestellaufträge stelle ich die Ware zusammen. Als Detailhandelsfachfrau muss ich tausende von Artikeln kennen. Von Motorenteilen über Spezialwerkzeuge bis zu Lifestyle-Produkten. Jetzt geht es zur Warenausgabe. Die Kollegen in der Werkstatt brauchen Ersatzteile, um arbeiten zu können. Eine gute Zusammenarbeit im Team ist mir sehr wichtig. Dank meiner zentralen Funktion im Betrieb bemühen sich alle, ein gutes Verhältnis mit mir zu pflegen. Wehe, jemand verscherzt es mit mir. Im Detailhandel gibt es zwei Fachrichtungen: Bewirtschaftung und Beratung. Ich habe mich für die Ausbildung mit Fachrichtung Beratung entschieden, weil mir der Kontakt mit Kunden besonders gut gefällt. Umfassende Kenntnis vom ganzen Angebot ist die Voraussetzung, um Kunden über Qualität, Einsatz und Handhabung von Produkten beraten zu können. Ich arbeite aber auch mit bei allen verkaufsfördernden Aufgaben. Da kann ich meine Kreativität einsetzen. Zum Beispiel bin ich für die attraktive Gestaltung vom Showroom zuständig. Es ist erstaunlich, wie abwechslungsreich mein Beruf ist. Ich führe ein Lager, kaufe ein und berate das Werkstattpersonal und Kunden. Ein Kunde hat ein Bierli bestellt. Es gehört zu meinem persönlichen Service, dass ich ihm das gerade selber einbaue. Für die Zukunft habe ich vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zu der Fachhochschule. Wir sind stolz darauf, zu der AMAG-Familie zu gehören. Leute an und komm vorbei für einen Schnuppertag. Alle Informationen findest du unter www.amag.ch.